Ja, er hat damals den richtigen Schritt gemacht, als er von Stuttgart nach Leverkusen gegangen ist. Dort spielt er Champions League jetzt, ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau angekommen, hat sich das dann auch durch gute Leistungen verdient, in den Blickpunkt der Nationalmannschaft zu kommen. Ob er da bleiben kann, liegt an ihm. Es gibt andere gute Leute, Ter Stegen natürlich von Barcelona, es gibt Fährmann, den ich wahrscheinlich sogar hinter Manuel Neuer in naher Zukunft als denjenigen sehe, der da den meisten Druck ausüben könnte, aber wir werden sehen.